Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner 10. Saison Sprint to Glory mit 1860 München. Wir befinden uns in der 8. Saison und jetzt schauen wir zuerst auf unseren Kader, denn wir haben uns ja für einen europäischen Platz qualifiziert und bislang schaut es ziemlich gut aus, bis auf bei Wanner, der sich hier leider für 3 weitere Monate noch verletzt hat. Wir haben für diese Transferphase ein Budget von 41,739 Millionen. Damit können wir uns definitiv verstärken. Mal schauen, was passiert, ob wir vielleicht Schlüsselspieler verkaufen werden oder nicht. Ein großes Problem haben wir, denn wir haben ziemlich viele Verträge, die wir verlängern müssen. Das erste Problem ist schon mal vorbei. Luke Shaws Vertrag werden wir nicht verlängern, der ist einfach viel zu alt und beendet seine Karriere. Zusätzlich haben wir hier noch den einzigsten Spieler, wo es nicht gut geklappt hat. Er hat aber auch nur eine 72er Gesamtstärke. Ich rede von Simon, unseren Zehner. Mal schauen, ob wir den noch verlängern oder nicht. Aus Luke Shaw wollen wir noch Geld machen, deshalb ist er auf der Transferliste. Zusätzlich sind noch andere Spieler auf der Transferliste. Einmal Friedrich, Burke, Oxford, Jecke, Boyama, dann Engelhardt, dann Matriciani. Wollte unbedingt ausgeliehen werden, verstehe ich nicht ganz warum. Unsere beiden Stamminnenverteidiger sind auf der Transferliste, weil ja sie einfach nicht gut genug sind, sich nicht gut verbessert haben und somit wollen wir aus diesen ganzen Spielern Geld machen. Und die Spieler müssen natürlich auch ersetzt werden und dafür mussten wir ein bisschen Geld einbußen, denn wir haben jetzt nur noch 40,97 Millionen. Der erste Abgang von der Transferliste steht fest und zwar Engelhardt verlässt uns für 13,5 Millionen und er geht zu Utrecht. Felix Santos ist der nächste, den wir verpflichten und zwar ist er ein Jugendtalent vom VfB Stuttgart und deshalb verpflichten wir hier diesen Innenverteidiger für nur 25 Millionen. Frederik Jeckel macht direkt auch Platz und er geht in die Premier League für 37,5 Millionen und gibt uns dafür ordentlich Geld. Henning Matriciani wollte unbedingt ausgeliehen werden. Er geht sogar ligaintern zum VfL Wolfsburg, was mich ein bisschen überrascht. Und zwar für 2 ganze Jahre. Alle wichtigen Innenverteidiger sind jetzt weg, denn Oxford verlässt uns als nächstes und zwar für glatte, sehr, sehr gerade Zahl auf jeden Fall. Und zwar für 36 Millionen geht er in die französische Liga zu Straßburg. Auch Marvin Friedrich verlässt uns aufgrund seines Alters und wir bekommen 4,85 Millionen von Norwich City. Wir holen direkt für Friedrich den Ersatz. Es ist ein Jugendtalent vom 1. FC Köln. Er heißt Suarez. Er kommt für 3,3 Millionen. Also richtig gut Plus gemacht aus diesem Transfer. Ein Transfer, der definitiv nicht geplant war. Tom Rothe, unser Rechtsverteidiger, verlässt uns. Aber wir mussten ihn abgeben, denn der FC Arsenal hat einfach mal 60 Millionen geboten. Also man merkt schon, in dieser Transferphase geht es definitiv um unsere Innenverteidiger. Wir verpflichten einen neuen und zwar Patrick Pfeiffer. Er kommt von Elche für 13,5 Millionen. Ich glaube, es gibt fast keinen besseren Ersatz für Tom Rothe als Hakimi. Er kommt von 52,5 Millionen von TSG Hoffenheim. Allein, dass er bei Hoffenheim spielt, ist schon wild. Jetzt spielt er für uns und zwar haben wir jetzt einen 87er Gesamtstärke-Spieler. Endlich mal eine andere Position, denn Oliver Burke verlässt uns für 2,45 Millionen. Das erste Testspiel haben wir bestritten und leider nur im 2:2 unentschieden gespielt gegen Aston Villa. Wir wollen unsere Kaderbreite ein bisschen verbessern, deswegen verpflichten wir mittlerweile den 31-jährigen Borna Sosa von Eintracht Frankfurt für 18 Millionen. Und exakt für die andere Seite verpflichten wir seinen ehemaligen Teamkollegen Wagnumann für 10 Millionen vom VfB Stuttgart. Wir wollen im Tor richtig stabil stehen und deswegen verpflichten wir den mittlerweile 35-jährigen Ederson von Manchester City für 13,5 Millionen. Einen neuen Sechser haben wir gebraucht, beziehungsweise für die es nicht verstehen, einen neuen defensiven Mittelfeldspieler haben wir gebraucht und zwar holen wir ihn für 13 Millionen. Wir reden von Navarro von den FC Elche. Das zweite Testspiel steht an und diese Partie haben wir sehr eindeutig in Höhe von 4:1 gegen Monza gewonnen. Leider haben wir das dritte und letzte Testspiel verloren und zwar gegen Brighton in Höhe von 2:0. Mit den ganzen Ergebnissen sind wir am Ende auf Platz 3. Es hätte ein Sieg vielleicht gefehlt, vielleicht aber auch nicht, dann wären wir auf Platz 1 gewesen. Es ist komplett egal. Somit sind wir auf Platz 3 und holen kein Preisgeld. Der nächste, der uns verlässt, heißt Boyama. Er ist ein Flügelspieler und er wird verkauft für 700.000. Auch Jatta oder Jatta, wie man auch ihn aussprechen möchte, verlässt uns. Er ist ebenfalls ein Flügelspieler und er wird verkauft für 4,5 Millionen.
Wir brauchen einen besseren Backup hinter Wanner, also auf der 10. Position. Und jetzt haben wir unser ganzes Transferbudget ausgeschöpft, denn wir verpflichten vom St. Pauli für 13 Millionen Damer. Nicht von St. Pauli, sondern von Hoffenheim, sorry. Aber wir verpflichten Damer und damit haben wir alles ausgeschöpft von unserem Transferbudget. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles, denn wir haben am Ende nur noch ein Transferbudget von 3.628 und damit kann man offiziell wirklich rein gar nichts mehr machen. So, und damit schauen wir unsere Mannschaft an und damit bin ich richtig zufrieden. Wanner ist natürlich immer noch verletzt, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Aufstellung. Alle haben eine plus 80er Gesamtstärke, bis auf den Einzelfällen. Gut, Maric hat jetzt zum Beispiel noch richtig Potenzial, Navarro auch, aber Luke Shaw zum Beispiel wird sich weiterhin verschlechtern, da habe ich jetzt leider nichts mehr gefunden, aber es ist egal, ich bin auch mit der Kaderbreite sehr, sehr zufrieden. Darüber kann man sich nicht beschweren und deshalb würde ich sagen, simulieren wir mal in den Winter. Wir sind im Januar 2030 und jetzt schauen wir wie immer auf die Tabelle und da schaut es mal richtig gut aus. Wir sind auf einem Champions League Platz, genau genommen auf Platz 4 mit 31 Punkten und es ist richtig viel sogar nach oben noch, außer jetzt die Meisterschaft noch drin, würde ich sagen. Aber sonst würde ich sagen, eine sehr, sehr starke Leistung von unserer Mannschaft. Auch im DFB-Pokal sind wir noch vertreten und zwar spielen wir die nächste Partie im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. In der Conference League sind wir am Ende sehr souverän weitergekommen. Wir sind auf Platz 1 und damit sicher im Achtelfinale der UEFA Conference League. Bis hierhin hat sich unsere Mannschaft sehr gut entwickelt, bis auf vielleicht Wanner, der sich hier um eine Gesamtstärke verschlechtert hat. Aber sonst, meiner ist besser geworden als Sosa, aber wie gesagt, sonst bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Und wer hätte es gedacht, wir konnten nichts mehr machen, deswegen bleibt unser Transferbudget gleich und jetzt können wir auch in den Sommer simulieren. Ihr habt die Ergebnisse gesehen, es sah sehr vielversprechend aus, also lasst gemeinsam auf die Tabelle schauen und wir sind auf Platz 4, sehr überraschenderweise, wir sind auf dem Champions League Platz und somit dürfen wir die Champions League, die Königsklasse in der nächsten Saison genießen. Meister wird Bayern, nur für Leverkusen, danach kommt Dortmund, Wolfsburg, RB Leipzig kommt nach uns und auf Platz 6 ist der FC Bayern München, sehr überraschend, dass die so weit unten sind. Im DFB-Pokal haben wir sogar auch gewonnen und zwar im Finale mit 2:1 gegen RB Leipzig in der Conference League, wo wir ebenfalls vertreten waren, waren wir im Finale und haben sogar auch gewonnen. Das heißt, wir haben ein Double geholt, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Wir haben uns am Ende im Elfmeterschießen durchgesetzt. Die Europa League gewinnt der AC Milan mit 2:1 gegen den FC Chelsea und die Königsklasse, wo wir in der nächsten Saison sind. Ja, hat noch niemand gewonnen. Moment. So, vorsimuliert haben wir und damit gewinnt am Ende Borussia Dortmund mit 2:3 gegen Paris Saint-Germain. Die Mannschaft schaut echt sehr, sehr stark aus. Wanner ist wieder auf seine 82er Stärke zurückgekommen. Marmoush hat eine 84. Also ich bin sehr, sehr happy über die ganzen Gesamtstärken. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, ist Bono Sosa, der sich jetzt schon extrem schlecht entwickelt hat. Aber egal, der Rest hat sich ziemlich in Ordnung entwickelt. Und die Statistiken schauen wie folgt aus. Ederson ist auf Platz 1 mit den meisten Spiele ohne Gegentore und zwar mit 8. Lothgar kommt auf 2, genauso wie Ernst. Die meisten Vorlagen bei uns hat Meiner mit 9, danach kommt Hakimi mit 6 und Gnauf mit 5. Die meisten Tore in unserem Team hat gemacht Marmoush. Und zwar 22 Tore, danach kommt Meiner mit 19 und Hakimi mit 13. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen kann man sehr zufrieden sein mit der Mannschaftsleistung. Wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!